So, moin moin. Erstmal herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir stehen hier vor einem Gebäude und werden da unten reinkriechen und mal sehen, was uns dort erwartet. So, ich bin jetzt im Gebäude drin. Mal schauen, ob und was es hier zu sehen gibt. Hier war mal ein Bad. Ich hoffe, man kann soweit das erkennen. Hier liegen noch Unterlagen, das ist ein Brief. Dahinter ist ja noch ein Raum. Muss hier ein bisschen aufpassen. Hier liegen auch noch Unterlagen. Alles von einer Sea. Naja, ich werde es dann noch verpixeln. Datenschutz und so weiter. So, mal hier. Nächsten Raum. Fenster wurden alle mal zugenagelt, damit man hier halt keinen Zutritt hat. Aber man kennt's, die hier rein wollen, verschaffen sich immer irgendwie einen Weg. Und hier vorne stand mal ein Ofen, den sie schon rausgeklaut haben. Na, man kennt es ja von den Russen, die haben ja überall Zeitungen an der Wände geklebt und dann halt Tapete da drüber. Oh, guckt euch mal an, wie hier die Farbe schon abblättert. Da steht so ja noch eine Badewanne mit drin. Hier waren wir ja schon. Was war denn die
erste Etage. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. Wohl fühle ich mich ehrlich gesagt hier gerade nicht. Was ich hier oben mal die Decke da betrachtet, denn den Boden dazu, nee, lang möchte ich ehrlich gesagt nicht. Geht auch noch höher. Aber der Boden gibt schon seltsam nach. Werde ich wieder runter. Ist mir denn doch nichts. So, hier ist der Keller. Da würde man rein theoretisch rauskommen. Dann werde ich mal wieder raus. Hier neben ist noch ein anderes Gebäude. Da werde ich dann auch noch mal reinschauen. Ja, das war es dann erstmal mit diesem hier. Ich werde mich denn da mal wieder durchquälen. So, jetzt werden wir uns erstmal wieder durch die Busch mieten. Quälen. Hier sieht man das nochmal von außen. Jetzt sind wir hier vor dem anderen Gebäude. Wie man sieht, kommt man da rein. Dann werden wir uns erstmal durchquälen, reinquälen, wie auch immer. Hast du? Ja. Gut. So, Licht. Und dann werden wir hier mal gucken, ob es hier was Interessantes gibt. Drüben war ja nun nicht so berauschend, sag ich mal. Aber hier ist ja schon ein bisschen mehr. Ach, guck mal hier. Auch eine Wanne. Da blättert es auch schon ab. Hier haben sie den Ofen auch schon rausgeklaut. Da stand der einer. Thank you.
Liege, ein Spiegel, Stuhl. Und da auch wieder kleine süße Wonne. Na, hier kann man ja eigentlich sagen, die ja bitte auch in die Offiziershäuser in Vogelsang, also wo die Holzhäuschen da noch gab. Mittlerweile wurden sie abgerissen, aber da standen die auch. So ein einzelner Ofen noch. Ansonsten ist leer. Wunderschöne Tapete. Na, wer kennt den noch? Alfred Hitchcock. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich war ich nie. Hier war ich noch nicht drin, ne? Nee. Hier haben wir einen Stuhl. Auch wieder ein Ofen, was klebt da alle dran. Ach, guck mal hier. Star Trek. Ja. Und? Erholfer? Nee. Wie heißt denn der da? Das A-Team. Ah, danke schön. Genau. Bin ich jetzt nicht drauf gekommen. Hier ist noch ein Tisch. Da sieht man so schön die Feuchtigkeit. Ne? Tapeten kommen runter. Hm. Was ist denn das hier? Ach, das ist hier eine Motorhaube. Fabi, eine Motorhaube. Genau. Na, ist ja auch nicht schlecht. Na ja, gut. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja? Jo, wenn wir mal hier rüber gucken. Aber man sieht es hier richtig wieder, wie das abblättert. Schöne Ölfarbe. Ja. Aber bei solchen Gebäuden, die Farbe ist überall gleich. Hier haben wir wieder einen Ofen und einen Stuhl. Standardeinrichtung. Die besagte Wanne. Mal eine andere Farbe, jetzt mal in Schwarz, wie es aussieht. Wir haben Grün. Mhm. Genau. Da oben ist noch Wäscheleine. Sollte eine Wäscheleine sein, das ist eher von der Dings, von einer Spülung oder so. Ich erzähle ganz gerne mal irgendwelchen Quatsch. Oh, kommt hier gleich eine Kälte durch. Oh. Wie schon an dem anderen Gebäude. Die gute alte Russenzeitung. Gerne mal als Tapete verwendet. Da waren wir schon. Gehen wieder raus. Hinter dir. Doch eine Leine. Hat doch keinen Quatsch erzählt. Hier liegt schon mehr. Da läuft der Kanister. Hinten eine Gardine. Und hier hinter wieder der Ofen.
Ofen. So, haben wir hier schön ein Bord. Da waren wir wieder. Da. Oh, hier. Anderes Becken. Jede Menge Zeitung. Von die Bild von 94, 25. Januar. Hat sie ja noch 60 Pfennig gekostet. Ja. War doch erst gestern. Wenn man sich dazu überlegt, war, wie die Zeit vergeht. Kommt in der Putzkanne, Vicky? Ja, minimal. So. Autositz. Oben haben wir noch einen Helm. Ja. Jo. Haben wir hier alles schon mal gesehen. Dann können wir jetzt hoch. So. Oh, Tonspur und oh nee. Ja, kann man nicht lang, Luitis. Oh, oh nee. Falls jemand eine Couchgarnitur braucht, kann sich die hier gratis abholen. Da müsste der Baumeister vor. Ich muss sagen, ob ich da sein kann oder nicht. Okay, dann haben wir wieder den Ofen. Und dann mal da sein, so Tapete oder was auch immer. Aber hier ist ein bisschen Feuchtigkeit drin, wa? Hier unten. Naja, gut, wenn man sich die Decke anguckt. Also Etage höher geht denn nicht. Eine Tür sind schneller. Ja. Der Ofen. Da kommt schon die Decke runter. Bröckelt alles ab. Naja, weil hier die Feuchtigkeit drin sitzt. Da sind die gute Lampe. Ja, immerhin hängt hier was. Oh mal. So, hier haben wir wieder die besagte Wanne. Hier ist bloß dann mehr so ein, ach, Toilette, wollte gerade sagen, Abstellraum, okay. Und ach, Toilette. Hier fehlen aber schon die Becken. Haben wir hier noch auch nichts weiter außer Ofen. Die waren doch immer hier in Duplo drinne, diese Aufkleber, ne? Und Knoppers damals. Das kann man ja. Ich kenne die von oder mit Alf. Aber Alf, die habe ich gesammelt damals. Wo muss ich denn jetzt hin? Darüber. Da oben sieht es aber auch nicht mehr so gesund aus.
Wenn man von hier guckt, kann man immer so noch drin. Da kann man durchgucken. Da hängt auch ein Stein. Gehst du wieder vor? Einen großen Tisch. Und ein Schränkchen steht hier auch noch. Und wer hätte es erwartet? Wieder ein Ofen. Hier hat sich wieder ausgemüllt. Bettzeug. Ich glaube, so einen hässlichen Sessel hatten meine Eltern damals gehabt. Die kommen mir so bekannt vor. Und hier dann war hier noch. Was war denn? Küche. Ah. Ja, weil unten war das Becken noch drin. Ja, das ist Küche. Da war Küche, sagen wir mal so. Waren wir jetzt überall? Ja. Ja, geradezu, da wollte ich ja nee, nicht. Genau. So, und hier, guckt mal. Hier liegt das alles schon auf den Stufen. So, und vorhin haben wir euch ja schon gezeigt, wie es da oben aussieht. Und dann ja nochmal kurz hochfilmen. Da ist auch der besagte Stein. Und wenn der runterkommt, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, wir haben euch jetzt soweit auch alles gezeigt. Gab auf jeden Fall hier mehr zu sehen als in dem anderen Gebäude. Der Fernseher war interessant. So, wir werden jetzt zur nächsten Location fahren. Wir verabschieden uns hiermit. Sehen uns im nächsten Video wieder. Und hoffen, dass es euch gefallen hat. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, die Lipdis on Tour. Bis dann. Ciao, ciao.